Horrorzeit auf Twitch, aber auch auf YouTube, weil du da draußen jetzt gerade YouTube guckst, aber die Leute gerade auch irgendwie Twitch gucken. Also seid ihr beide gegrüßt. Ihr Menschen auf Twitch, ihr Menschen auf YouTube. Link in der Beschreibung für Twitch. Kommt da gerne mal vorbei. Wir spielen heute Wick. Ein Spiel, das ich in meiner Bibliothek gefunden habe. Und ich weiß, damals, als das Spiel rausgekommen ist, hatte es so einen kleinen Hype unter YouTubern. War aber wahrscheinlich als Spiel gar nicht so kommerziell erfolgreich. Aber wir schauen mal rein. Warum nicht? New Game. Ich habe es selbst noch nie gespielt. Ich habe auch nie wirklich Gameplay gesehen. Ich habe nur damals mir das Spiel geholt, weil es damals wirklich überall zu sehen war. Das Spiel ist nur auf Englisch. Sei es Text, sei es eventuell Gesprochenes. Ein Teenager sind in den Wald eingedrungen. Diese Idioten. Sie spielen Wick. Sie melden vermisste Kinder, die in den Wäldern umherspuken und sie können von Kerzenlicht gesehen werden. Okay, tolles Spiel. Dankeschön, anonymer Mensch, für den Gifted. Teenies im Wald. I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun dun dun. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the Stop night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year? Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please? We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. If you live. Okay, die Teenager haben ihre Freunde blind zurückgelassen und an ein Tor gelockt. Ihr Plan ist es, 6 Uhr morgens sich wieder an dem Tor zu treffen. Persönliche Effekte eingesammelt ein. Spielregeln 2. Okay, und dann haben wir noch Backpack-Content. Mitternacht. Ja, ist halt eine geile Idee, sich Augenbinden anzuziehen. Und ja, überlebe eine Nacht. Kann ich die Kerze irgendwie einsammeln? So, ich habe eine Kerze. Also wir wissen, die Kerze ist wichtig. Stay in the light. Okay, ich sammle es mal ein. Bleibe im Licht. Das ist das besagte Tor, das gute alte Waldtor. Und wir sind jetzt hier auf den Ländereien von Kreis Industries. Oh, wenn ich renne, hält er auch hier seine Hand davor. Okay. Don't think, run. Denke nicht, dass du rennen kannst. Oder denke nicht ans Rennen. Denk nicht mal ans Rennen. Ja, und das Spiel wird halt irgendwie immer unheimlicher. Hallo? It's for when the bandages come off. What? Ich hab doch hier jemanden weinen. Ach, ich kann die Flamme. What the? Okay, ich hab Hänsel und Gretel. Das ist eine sehr, sehr bedrohliche Eule. Eine sehr zornige, hasserfüllte Eule. What? Okay, da war irgend so ein Maskenkind. Es soll auch ziemlich psycho sein, das Spiel. Psst, hey! Handelraptor, Dankeschön für 100. Haben wir sowas wie eine Karte? Oh, verdammt. Wind auch noch. Endgegner Wind.
weiß auch gar nicht, wo wir hingehen sollen. Das war keine Eule. Das klang ganz und gar nicht nach einer Eule. Wow, wow. Das war eine echt doofe Idee. Der Spitzfels. Dort wurden Kinder damals angebunden und so lange mit... Was? Oh, ich hab noch ein... Oh nein, no. Wo kriege ich jetzt eine Kerze her? Oh Gott! Hey! Renn! Okay, ich renn weg. Was ist das hier? Ein alter Bus? Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, eine Kerze! Eine Kerze! Gib mir die Kerze! Oi. Ja, an den Felsen wurden damals Kinder angebunden. Wie unter anderem der kleine Timmy. Da sind wir wieder. Der kleine Timmy wurde da angebunden und so lange mit Lego beworfen, bis er gestorben ist. Damals wurden Kinder dort mit Lego gesteinigt. Ganz grausam. Okay, beim Bus kann ich aber nichts machen, ne? Irgendwas machen? Hey, nein, nimm die ja mit. Lass die Kerze ja nicht liegen. Kann man die Kerze vielleicht irgendwie davor legen, wie bei dem Kamin? Vorsicht. Nee. Beim Lego-Werfen war die Kerze aus. Die Kerze war aus beim Lego-Werfen. Was ist das hier? Ein alter Wasserturm. Alter Wasserturm. Kann man da irgendwie hoch? Nee, ne? Okay, hier ist Zaun. Da hinten leuchtet irgendwas. Irgendwas funkelt mich in der Ferne immer wieder an. Warte! Timmy! Okay, Timmy ist weg, aber die Kerze ist... Toll. Kerze ist schon wieder aus. Ich bin schon wieder in der Finsternis. Oh, eine neue. Einfach so, eine Waldkerze. Das Problem ist, ich habe nur noch 3 Streichhölzer. Hey, jetzt ist mal gut. Weg! Weiche, Timmy! What?! Alter. Okay. Ich muss eine Maske finden, traurigen Teddybär und ein Messer. Findings. Beweise, Drawings, Collections. Okay, wir müssen das Geheimnis des Jungen lösen anscheinend. Alter, der Junge hat mich gesnackt. Okay, können wir das skippen? Ja. Na, jetzt habe ich aus Versehen hier Feuer. Mist. So, wieder die Kerze nehmen. Okay, ist das immer dasselbe Gelände? Da hinten blinken auch irgendwelche Sachen. Hier habe ich die Maske gefunden. Da ist, eine weinende Göre. Aber hier drüben ist auch noch irgendwas. Wow. Okay. Nein, ich will...
Das hier. Bringt es irgendwas, das hier hinzulegen? Nee. Okay, da hinten blinkt noch irgendwas. Ich muss mich beeilen. Also hier ist die Zeit super wichtig, weil Timmy wird hier immer stronger. Und ich brauche Ausdauer, ne? Oh, ey, Alter. Alter Junge, Timmy. Don't do this with me. Wenn ich nochmal den spitzen Fels finden würde. Okay, sind das die Kerzen, die hier aufblinken? Ich glaube ja, ne? Kann man irgendwo seine Beweise sehen? Also ich habe jetzt eine Maske von, ich brauche ein Messer und ein Kuscheltier. Ein Häschen, süßes kleines. Ey, Timmy, du machst mich fertig. Timmy, mein Junge. So, warte. Wir wechseln die Kerze durch. Schmeiß weg das alte Ding. Okay, jetzt bin ich wieder an einem Rand. Timmy wird stärker. Gehen wir mal hier lang. Okay. Ich habe den Felsen hier, aber das ist nicht der Spitze. Wo ist der spitze Fels? Kann irgendwas unter der Brücke sein? Wo könnten die Hinweise sein? Wer weint hier die ganze Zeit? Ich muss ja auch überleben. Wow, 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 oh, oh Gott. Okay, Timmy ist wieder on the run. Oh, jetzt kann ich nur wegrennen. Okay, ich kann nur wegrennen, wenn der kommt. Alter, jetzt bin ich hier wieder bei dem Kamin. Ich bin hart im Kreis gelaufen. Aber du kannst dich ja auch null orientieren. Yo! Das gibt es nicht. Alter. Da sticht er mich eiskalt wieder ab. Die werden mehr aggressiv in der Finsternis. Okay, ich brauche die Hinweise. Ich brauche die Hinweise. Also in der Finsternis wären die richtig, richtig anti. Überall, wo es blinkt, sind Kerzen. Ja, aber Kerzen habe ich ja genug. Kerzen sind nicht mein Problem. Und irgendwas, um hier ein bisschen... Guck mal, ich renne immer in dieselbe Richtung. Ich renne jetzt mal in eine andere Richtung. Da! Ein altes Sofa. Mit was auch immer das ist. Hey, guys. T-Bubber here, coming at you with my latest episode. You guys sure are loving the scary stuff. 500,000 views on that last one? What? Okay, der Dude ist also Influencer. Das Niedrigste, ganz unten in der Nahrungskette. Es gibt nichts Schlimmeres als die Influencer. Furchtbare Krankheit. Ist das wieder die Brücke? Auf der Brücke ist eine Kerze. Machen wir mal einen Candle Swap. Wow. So, wo könnten hier noch Hinweise sein? Weil hier bin ich ja schon wieder am Zaun. Was ist das hier? Ein Brunnen? Ja! Ja! I'm coming, honey, buddy. Ich hab
den Haaren. Oh Gott! Ey, dieser Assi mit dieser weißen Maske. Ich hoffe, wir können den später ritualmäßig vernichten. Big Earl, 9 Abos. Thank you. Nein, es waren keine 9, es war nur 1, oder? Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin so konzentriert auf das Spiel. Ich brauche immer noch ein Teppichmesser. Okay, hier ist der Bus Camp. Kann ich hier rein? Kann man das öffnen? Ah, jetzt habe ich nur die Kerze weggeworfen. Okay, hier ist der Bus. Wir haben auf jeden Fall schon mal das Häschen. Warte, was war das denn? Ich brauche einen Teppich. What? Jetzt bin ich beim spitzen Stein, aber er kann mich einfach so teleportieren? Oh Mann. Jetzt bin ich wieder hier bei der Brücke. Was ist das jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wo das Messer... Alter, was war das denn? Da war der Brunnen, da habe ich das Häschen gefunden. Da ist der spitze Stein. Wow, Gott! Yo! Er kommt hinterm Stein raus und murkst mich ab. Ey, come on. Guck mal hier. Guck nicht nach hinten. Ich brauch das Messer. Ich brauch das magische Messer. Midnight. Okay, wir müssen Mitternacht überleben. Was ist, wenn ich mich irgendwo einbunker? Vielleicht ist es gar nicht klug, hier durch die Gegend zu laufen. Hier, das Sofa hatten wir. Vielleicht mal vom Sofa aus geradeaus. Gehackter Baum. Ist halt die Frage, die Taktik, wie wir am besten überleben, ne? Ich brauche halt volle Sprintenergie. Und es müsste sowas wie eine Uhr geben, dass man sehen könnte, okay, noch so und so viele Minuten musst du durchhalten. Oh Gott, oh, dieser Bengel, dieser Räudige. Da ist der Schulbus. Okay, gleich wird's dunkel. Lass mal lieber zum Schulbus rennen. Es darf halt nie wirklich dunkel werden. Oh nein, hier ist keine Ich bin gebimst. Ich bin richtig gebimst. Was? Die einzige Kerze blinkt da hinten, sonst gibt's keine, oder wie? Ich bin richtig gebimst. Der Run wird nix. Jetzt blinkt die Kerze nicht mal mehr und... No! Komm schon. Nein! Ich hänge am Stein! Renn!
Zünd das Ding doch an! Licht! Oh. Diese hasserfüllte Bengel. Auch noch Wind. Okay, wir müssen eigentlich jetzt gucken, wo die nächste Kerze ist. Da. Irgendwo ganz da hinten. Okay, Ausdauer sparen. Nur wenn der kommt, muss ich rennen. Hier. Okay, jetzt der Glockenschlag. Das wird wohl bedeuten, dass ich jetzt irgendwie eine gewisse Zeit überstanden hab. Lecco mio. Da hinten ist eine Hütte. Ob da hinten ein Messer drin ist in der Hütte? No way! No way, Bengel! Jetzt muss ich rennen. Bin ich ihn los? Okay. Alright. Here we go again. So, ich habe zwei Kerzen, aber die eine ist jetzt gleich weg. So, wir bleiben jetzt hier in der Area und suchen uns die nächste Kerze. Oh Gott! Alter, ist doch nicht dein Ernst! Der Junge hat zu viel Koffein. Boah. Kam er da Rambo-mäßig von den Bäumen? Okay, hier habe ich noch eine Kerze. Die sollte ich mir auch jetzt echt warm halten. Wer weint denn hier? Ich versuche jetzt einfach mal zu überleben. Der Plan ist es, jetzt einfach mal irgendwie zu überleben. Terror Apple 15. Ich dachte, ich muss schon wieder rennen. So, wir können uns jetzt eigentlich schon wieder langsam Richtung Ofen bewegen. Wann bimmelt's denn hier wieder? Nein, kommt er jetzt? Komm. Candle Swap. Nimm die Kerze. Oh Gott, verdammt. Okay, jetzt brauchen wir eine neue Kerze. Ich brauche eine neue Kerze. Weil ich denke, wenn die Zeit vorbei ist, kommt man weiter in dem Spiel. Na, es ist irgendwie so ein Candle Survival Game. Müsste halt nochmal bimmeln, das wäre sehr nett. Nochmal ein kleines Bimmel-Limmel-Limmel. Ich habe halt kein Zeitgefühl, wie lange hier so eine Nacht geht. Oder so eine Stunde. Und ich habe auch keine Ahnung, wo das Messer ist. Leute, ich habe... Da hinten. Da hinten sind Kerzen. Sind Kerzen. Ja! Ich habe die erste Stunde überlebt. 1 Uhr ist es jetzt. Private property. Wait. Someone actually lives up there? What are they, like 1000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Und niemand hat an mich geglaubt. Und ich habe es geschafft. Ihr Loser. Okay, ich habe aber nicht das Messer gefunden. Stay away from her. Was ist das denn für ein Ding? Hier von Harry Potter, wie heißt er denn? Dobby? Oh ne, auch noch Hunde. Oh, was habe ich hier? Ein Rattenkopf. Igitt.
Okay, ist jetzt immer noch der Junge hier oder ist jetzt hier ein neues Vieh? What the hell? Das heißt, es gibt 6 Level, die ich überleben muss. Das kann ja was werden. Alter, warum ist der Chat denn so hasserfüllt? Ich hoffe, die Kerze geht aus und du stirbst. Ach du heilige Kacke. Ich mach mal hier wieder... den da. Dankeschön. Dankeschön. Wer hier Seelen verliert, muss die Seelen in Bits spenden, habe ich gehört. Das ist so eine neue Regel irgendwie. Rattenjunge? Was, wo, wie? Oh, what? Alter, das ist irgend so ein Gör. In einem Rattenkostüm. Camp. Kann ich irgendwie ins Camp? Öffnet sich irgendwann hier die Camp-Tür? So eine kleine Rattengöre. Hat die Tiere oder sowas getötet? Ich meine, ich finde einen Rattenkopf. Ich höre die ganze Zeit Hunde, die bellen und dann irgendwie jaulen, weil sie... abgestochen werden. Boah, boah. Boah. Lady. Nicht cool. Kleiner, da noch irgendwelche niedlichen... Oh nein, ich brauche die nächste Kerze. Irgendwo da hinten hat sie geblinkt. Was? Der Timmy-Junge ist auch noch da? Oh oh. Oh oh. Ja, geil. Ja geil, ich hänge auch noch in einem Busch. Nimm! Anzünden! Wo? Alter, was stimmt denn hier nicht? Sind das alles irgendwie die verlorenen Kinder, ne? Okay, wir haben das Event überstanden. Count Manu, dankeschön. Hat die Uhr gebimmelt? Ich weiß halt nicht, könnte ich hier so ein bisschen campen? Ich glaube, ich nehme die hier mit. Hier wird fies gepustet. Das hier öffnen. Was zum... Rattenmädchen? Okay. Rattenmädchen ist weg. Alter, das war asozial. Einfach mir die Kerze auspusten. Das war räudig. Sowas gehört sich nicht. Kinder sollten einem erwachsenen Mann nicht die Kerze blasen. Oh, fuck! Für den Witz krieg ich direkt ein Kind ins Gesicht geschleudert. Oh no! Jetzt meine ihre Psycho-Moves. Ich muss eine Kerze finden, die hält nicht mehr so lange. Guck mal, jetzt sind schon 2 Kinder. Es war mal 1. Jetzt habe ich schon 2 Belger, die mir hier hinterher joggen. Shit, wo ist hier eine Kerze? Wo zum Schwengel ist hier eine Kerze? Was ist das denn?
Gib her. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wo eine Kerze ist. Ich hab hart Probleme. Ich hab noch zwei Streichhölzer. Was? Oh Gott! Oh Mann! Ich bin sowas von tot. Da hinten blinken irgendwelche. Ich kann nur jetzt durch die Dunkelheit rennen, super. Einmal durch die Dunkelheit zischen. Verdammt, wo ist denn die Kerze, wenn man sie mal braucht? Ich will die eigentlich noch erreichen, bevor mein Streichholz hier sich dem Ende neigt. Aber das Ding ist... Was ist das? Das ist der Wasserturm. Alter, als ob er es wüsste, ne? Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Mist. Irgendwo gibt es hier noch ein Kreuz. Okay, warte mal. Ich kann hier zum Glück bei 1 Uhr weitermachen. Das ist schon mal gut. Ich kann hier wenigstens weitermachen. So. Also eins weiß ich jetzt schon mal, du kannst nicht wirklich campen. Dieser zornige Chat, der mich immer tot sehen will. Jetzt gehen die Leute ins Bett, frustriert, weil sie ihre Seelen verspielt haben. Tja, Pech. Hättet ihr halt mal auf den... Hättet ihr mal auf den Champion gesetzt. ESL-Kerzenspieler bin ich. Ich bin einer der besten Candoleros der Stadt. Ey, ein Item ist immer super schwer zu finden, kann es sein? Ich warte jetzt einfach hier. Neue Taktik. Cool. So viel zum Thema, ich warte jetzt einfach hier. Nö, nee, ich mache jetzt hier den Campy. Ich warte jetzt hier an dem Kamin. Och nee, Alter. Du kannst nicht campen, weil sie dich... Geil, jetzt habe ich keine Kerze. Die Kinder sind nicht blöd. Jetzt bin ich wieder bei dem Dreckstein. Ich habe keine Ahnung jetzt, wo der... Boah, ist das mies. Ja, und direkt vor mir... What? Mies. Einfach nur mies. Okay, du kannst nicht stehen bleiben. Wenn du stehen bleibst, dann pusten sie dir das Licht aus oder teleportieren dich. Das ist echt nicht easy. Ah, Paradox ist wieder da. Die noch reichere Variante von Dr. Paradox, habe ich gehört. Das war Timmys Schwester, Timidette. Die heißt Timidette. Guck mal, du spawnst auch mittendrin, ne? Ja. Okay, ich glaube, das wird jetzt der Sieg. Na, Timidette ist ein Banshee. Die ist eine Banshee, die hat mir das Gehör rausgebrüllt. Guck mal, ich bleib jetzt einfach hier und renne hier so ein bisschen oder laufe hier so ein bisschen im Kreis.
Und merkt mir einfach, auf der Brücke ist die nächste Kerze. Im Endeffekt musst du ja nur von Kerze zu Kerze stolpern. That's the move. That's the move, my friend. Ja, Rattenmädchen, ich hab die Moves. Wo war nochmal die Brücke hier drüben? Schon verlaufen. Dann swappen wir hier. So, jetzt wird es langsam weniger. Okay, ich darf keine Ausdauer. Kann man sich ducken? Nee. Alter! Die Göre. Herz ist da. Licht burnt. So, da hinten ist irgendwo die nächste. Hier, die Richtung. Princess, guten Abend. Psst, hey. Alter, Paradox, dankeschön. Para-Rich. Dankeschön für 1000 Bits. Okay, hier ist diesmal nichts, kein Hinweis. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Kerze hier nehmen soll. Ob ich jetzt schon einen Kerzenwechsel machen soll. Chat, Kerzenwechsel. Right now. Ja, oder? Lieber wechseln. Lieber wechseln. I don't like you. Sie mag mich nicht. Warum geht sie da nicht weg? Okay. Halbzeit. Ich glaube, das ist immer eine halbe Stunde, wenn das bimmelt. Halb zwei haben wir jetzt. Was? Wie? Alter, die waren auch noch ewig weit weg. Alter, komm schon. Was hat die denn für eine Reichweite, die Banshee? Okay, von der muss man... Anscheinend verfolgt sie einem nicht, ne? Von der muss man wegrennen vielleicht. Boah, ich will noch die Nacht hier packen. Ich will 2 AM sehen. Hunter S. Thompson, seine Kreditkarte wird nicht akzeptiert. Ja, das ist ja echt Pech. Für mich. Okay. Hier ist der spitze Stein. Ich muss mich erquicken an etwas Erfrischendem, wie ein Volvic Pfirsich. Mhm. Das hat mich erquickt und meine Sinne geschärft. Keine Werbung, aber ich wünschte, Volvic, ne? Ich habe gehört, ihr sponsert Influencer. Ich bin da. Ich bin da, Volvic. Können wir auf jeden Fall drüber reden. Können darüber reden, Volvic. Der Schulbus. Waren wir schon in dem Run im Schulbus? Irgendjemand läuft hier auf mich zu. Ich höre Schritte. Geisterschritte. Kerzenwechsel, Chat. Yes, no, no, yes. Yes, oder? Ist ja auch schon wieder halb runtergeburnt, das alte Stinkeding. Alter! Ey, wenn du stehen bleibst, na, was hier alles abgeht. No! Diesmal renne ich einfach weg. Okay, das ist der Move. Wenn sie kommt, run away. Volvic ist nicht Nestle, das ist Danone. Oder? Danone.
Kannst du gar nicht. Das ist eine Lüge. Kannst mich gar nicht sehen, ich bin unsichtbar. Okay, hier war nix. Alles ist Nestle. Paradox, bist du nicht der Besitzer von Nestle? Daher kommt der Reichtum. Psst, hey! Dankeschön, Anonym! Wow. Alter, nee jetzt! Ich jogge mir da voll hinterher. Okay, ist weg. Ich muss die Kerze da hinten erreichen. Das wird schon wieder unschön. Nicht damit gerechnet, dass das Spiel so schwer wird. Oh, boah, ey, boah. Ich guck da auf dieses Blinkelicht in der Ferne und auf einmal steht vor mir ein Knabe. Unschön sowas. No. No. Gib mir die Kerze. Gib mir die Dreckskerze. Geister, das wird jetzt wieder die erste Stunde. Jetzt darf ich nicht irgendwie wieder in so ein... Psycho. Auf der Brücke ist eine Kerze. Ich werde jetzt so eine kleine Tour machen entlang hier. Man soll ja eigentlich hier so Hinweise finden, aber im Moment... Oh. No, fies. Bin ich noch bei der Brücke? Nee, wo hat sie mich hin teleportiert? Ist auch so dreckig, wenn sie dich teleportieren. Jetzt bin ich wieder beim Schulbus. Ist beim Schulbus eine neue Kerze? Nee. Super. 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 Ich hab keine Ahnung, wo eine Kerze ist. Hier ist der Wasserturm. Meine Kerze ist fast aus. Oh, nee, 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 nee. Ich sehe keine Kerze. Ich sehe absolut nirgendwo eine Kerze. Was ist das hier? Ein Baumschaden? Kann ihn jemand melden? Oh, leck. Ich bin tot. Oh, was ist das? Ein Friedhof! Komm schon, ein Friedhof muss doch eine Kerze sein. Warte mal, ich suche doch ein Kreuz. Ist hier ein Kreuz? Was habe ich hier gefunden? Dann ist der Kamin. Ist beim Kamin eine Kerze. Es blinken auf jeden Fall Lichter. Ziemlich in alle Richtungen. Psst. Hey. Dankeschön für 100 Bits. Muss mich konzentrieren. Geht um Leben und Tod. Da, da ist eine Kerze. Verarsch mich jetzt nicht, Timmy. Mach die an. Oh, tight. Ah, nein! Oh nein! Nein! Oh Gott, der schlägt mich tot! Mit einem Stein! Oh Gott, ich war kurz vorm Win, oder? Es hat nichts mehr gefehlt. Ach, verdammt. Diese Kinder machen mich fertig, Alter. Was ist das für ein Spiel? Ich war so kurz. Ich war so kurz vom Sieg. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel killt mich. Was habe ich mir da wieder rausgesucht, Leute? Na egal, wenigstens habe ich einen Hinweis gefunden. Und ich... Friedhof, mir fehlt ein Kreuz. Habe ich keine Ahnung. Kreuz fehlt mir irgendwie noch. Weil der Friedhof war auch echt gut versteckt, muss ich sagen.
It's getting dark. So. So weit, so erotisch. Hidden D. Dankeschön für den Sub. Painful Life geht es ins Bett. Jetzt, wo es spannend wird. Oh, hier darf ich nicht durch. Das ist keine Abkürzung. Da bleibt mein... Oh, hier ist wieder eine Kerze. Aber die ist noch nicht erntebereit. Das Problem ist, wenn die dich teleportiert, habe ich auch das Gefühl, die Kerzen werden wie neu durchgemischt. Und plötzlich waren die ganzen Dots, die ich davor anvisiert habe, weg, ne? Alter. Alter, du kleine... Da lacht er mich aus, der Racker. Du bist weggestiefelt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist das für ein Geräusch? Aber es konnte nicht mehr lange gehen. Also ich wette, es wäre noch 2-3 Minuten maximal gewesen, hätte ich die Nacht überstanden. Ich sehe keine einzige Kerze jetzt wieder, ne? Ich sehe hier nicht. Oh, wow, wow. Diese Jumpscares sind irgendwie fies. Kann man nicht helfen, aber die sind echt fies. Und mit diesem Schwierigkeitsgrad bist du viel mehr angespannt. Ich glaube, sobald Spiele schwer sind und dann noch gruselig, dann hast du die ultimative Anspannung. Na, verdammt, der Bus ist leer. Der Bus wurde bereits ausgeschlachtet. Kerze neigt sich dem Ende zu. Ich sehe kein einziges Bling. Alright. Jetzt müssen wir noch rennen. Grandios. Top. So, die erste halbe Stunde ist rum. Ich sehe keine Kerze. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich denn jetzt so ein Kerzenpech? Da vorne ist die Hütte. Alter, da war ein Stuhl drin mit einem Strick. Nice. Das Spiel fordert mich auf. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt gerade... Ich glaube, da war eine Kerze. War da eine Kerze? Ja. Nimm sie doch. Dude. Use it, my friend. Okay, wir müssen jetzt schon wieder die nächste Kerze suchen. Oder die sieht man nicht mehr in der zweiten Hälfte. Kann das... Go away. Go away. Kann das sein, dass man in der zweiten Hälfte das, die Kerzen gar nicht mehr sieht? Das ist wieder der Friedhof, weil teleportiert hat sie mich diesmal nicht. Liegt hier eine neue Kerze rum. Okay. Psst. Anonym, wer ist dieser anonyme Mensch? Egal, ich mag dich. Bist ein Netter. Ja, ich sehe kein einziges Aufblitzen mehr. Ich glaube, in der zweiten Hälfte... Weg, 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 weg. Okay, hier ist die Brücke. Vielleicht habe ich Glück und es gibt eine Brückenkerze. Wie, ja. Die gute alte Brücke. Lässt mich nicht hängen. Komm, so lange. Was war denn das? Nimm doch die Kerze, die neue. Ist das jetzt die neue? Die wiegt mir jetzt auch irgendwie so. Oi, 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 sie war auch so klein.
Was ist das für ein Sturm? Was? Das war eine Fake-Kerze. Okay, da hinten blinkt was. Run this way, my friend. Da war doch ganz kurz ein Bling. Da. Okay, ich bin auf Kurs. Komm, jetzt mach die Nacht hier mal zu Ende. Kann nicht sein, das ist erst die zweite. Wie schlimm ist dann die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste? No, 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 no. Alter, mir gehen die Streichhölzer aus. Die Kids aber auch wissen, dass ich da an die Kerze will, ne? Please. Please. Give me that. Oh Gott, David, geh weg, Junge. Psst. Dankeschön, anonym. Alter, komm schon. Oh, hier ist Ende. Ja! Take this, my friend. We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally. Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Mother trucker, Alter. Nacht 2. Oder Nacht 3. Look away. Okay, wenn der mich anguckt, soll ich weggucken. Okay, jedes Mal kommt ein neues Kind. Also jede Nacht wird noch brutaler, weil irgendwie, keine Ahnung, gestrandeter Schulbus oder sowas. Unangenehm. Wirklich verdammt unangenehm. Es gibt 6 Nächte, ja. Bis 6 Uhr musst du überleben. Ich denke mal, ich gehe mal sehr stark davon aus. Erstmal kurz kratzen. Jetzt heißt er auf einmal Tommy und nicht mehr Timmy. Oh, hier. Benny. Lillian. Warte, stehen hier noch mehr Namen, ey, Kids. Wahrscheinlich wirklich ein verunglückter Schulbus. Wandertag go wrong oder sowas. Was war das? Wandertag go wrong. Oh wow! Nicht angucken. Nicht angucken. Der ist super hässlich, der Junge. Wow, verdammt! Du bist ja immer noch hier. Extrem hässliches Kind. Das dürfen wir nicht angucken. Ein Lagerfeuer. Was zum Fettsack? Ein fieser Fass! Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Am Lagerfeuer. Der wollte seine Marshmallows. Alter, Brutus plötzlich. Das war ein Jugendbetreuer. Das war kein Kind. We were on our way back home, and we totally heard something. Okay, Mother Trucker. Wir machen noch einen Versuch. Oh Gott, das Spiel. Ey, und dann, wie gesagt, das wird immer heftiger. Jetzt ist es auf einmal irgendwie Brutus und der Schakaljunge. Who's next? Unten am Lagerfeuer. Haben die jetzt das Camp geöffnet? Wir hatten ja diese Absperrung und dieses Schild zum Camp. Ich wette, da gibt es dann auch irgendwie wieder neue Items zu finden. Aber ich muss sagen, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich mag das irgendwie. Oh.
Oh, was haben wir denn hier? Eine alte Bibel. Then goeth he and taketh with himself seven other spirits, more wicked than himself. Sieben andere Geister. Die Geister, die ich schniefte. Alright. Slash, guten Abend. Wow, 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 der Hässliche, der Hässliche! Alter, wir... Was macht der jetzt? Ey, jedes Mal neue Moves, ne? Jedes Mal neue Moves, du. Was jetzt? Was? Wo? Wo? Du bist richtig panisch. Auf einmal knackt es und... Jetzt bin ich hier wieder beim Schulbus. Beim Schulbus, da ging es doch relativ zügig zum Camp, ja. I don't like you. I don't like you. Ich mag dich ja auch nicht. Du Göre. Du Ekelhafter. Ja, hier, Camp. Oh Mann, da hat jemand sein iPad verloren. Yes, Hälfte. Aber wo war das Lagerfeuer? Das war, ich war doch irgendwie beim Schulbus. Ey, 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 Junge, 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 Junge. Oh Gott. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich... Da hinten ist irgendwo was. Okay, let's go. Alter! Alter, was? Keine Chance. Da hat mich der Schakal geholt. Aber wir haben das iPad. Play Last Year. Okay, ich habe jetzt irgendwie noch ein DLC oder sowas. Ja, geil. Freunde, das war's aber jetzt erstmal mit dieser Folge hier von Wicked. Kommt auf Twitch. Ich werde das auf jeden Fall durchspielen. Ich finde das schon irgendwie ziemlich nice. Ich brauche nur ein paar neue Tactics, denn die Kids, die werden immer fieser. Ja, der verunglückte Schulbus ist eine ganz, ganz böse Geschichte. Wer stellt die Kerzen dahin? Die Kinder selbst, um mich zu verspotten. Also ja, kommt auf Twitch, lasst eine Bewertung da, kommentieren. Es ist so super wichtig, auch mal einen Kommentar da zu lassen. Auf Wiedersehen. Ich gebe euch einen kleinen, nicht sexuellen Drücker. Ohne Körperkontakt. Luft. Ich umarme die Luft und telepathisch schicke ich euch das Gefühl der Umarmung zu. Klingt irgendwie auch sexuell. Ich kann es nicht anders. Ich bin ein schlimmer Mensch. Tschüss.